Moin, ich bin Hanna, arbeite als Tierärztin und bewirtschafte mit meinem Mann einen 350-Kuh-Betrieb in Norddeutschland. Sowohl in meinem Job als auch auf unserem Betrieb arbeite ich stetig daran, Arbeitsabläufe rund um die Tiergesundheit zu optimieren. Dabei ist Cowmanager ein gutes Hilfsmittel und kann dir einige Stunden Arbeit täglich sparen. Wie du es schaffst, Problemtiere nach dem Kalben zu finden, bevor sie krank werden, zeige ich dir in diesem Video. Viele der Landwirte, die ich betreue, arbeiten inzwischen mit Sensortechnik. Aber die meisten nutzen nicht ihr volles Potenzial. Dabei kann dir Cowmanager viel Zeit und Geld sparen, weil dir die Sensortechnik helfen kann, Problemtiere schnell zu finden. Aus diesem Grund habe ich sowohl auf unserem Betrieb als auch bei meinen Kunden einen festen Plan für die Arbeit mit Cowmanager entwickelt. Morgens im Stallbüro beginne ich damit, die Gesundheitsalarmliste durchzugehen. Auf ihr finde ich die Tiere, deren Fress- oder Wiederkauzeit stark abgefallen, deren Ohrumgebungstemperatur auffällig ist oder deren Aktivitätsverhalten von der individuellen Norm abweicht. Dabei schaue ich mir jedes einzelne Problemtier auf Stundenbasis genau an. Hat die Kuh seit 3 Stunden weder gefressen noch wiedergekaut, sortiere ich sie mir aus. Danach schaue ich mir die Behandlungserfolge der Problemtiere aus den letzten Tagen sowie das Verhalten aller Frischmelker im Cowmanager auf Tagesbasis durch, da sie die sensibelsten Tiere im Stall sind. Außerdem wird die Cowmanager-Liste mit den Kühen auf unserer Milchalarmliste abgeglichen. Die akuten Problemtiere landen zwar auf der Alarmliste, dennoch gibt es vor allem in den ersten beiden Laktationswochen ab und zu Einzeltiere, die ganz langsam in der Aktivität abfallen, obwohl die Milchleistung passt. Manchmal können das Anzeichen für Stoffwechselprobleme sein, die man noch mit einfachen Mitteln in den Griff bekommen kann. Frisch melkende Kühe, die 3 Tage lang täglich 2% in der Aktivität fallen, werden im Fressgitter eingefangen und ebenfalls durchgecheckt. Wichtig ist, dass du nicht, wie vor Einführung des Sensorsystems, alle Tiere festmachst und diese warten müssen, bis du die Problemtiere aussortiert hast. Denn das Sensorsystem zeigt dir relativ deutlich, welche Tiere krank sind. Du musst sie nur noch aussortieren und systematisch durchchecken. Wenn du keine Selektion hast, kannst du sie dir auch einzeln im Fressgitter fixieren. Dadurch kannst du die Standzeiten deiner Kühe drastisch reduzieren. Außerdem ist die Prognose für eine Problemkuh, die früh erkannt wurde, viel besser als für ein Tier, das du erst optisch oder durch die Milchmengenmessung entdeckst. Häufig kann man bei früh gefundenen Tieren schon mit einfachen Mitteln viel bewirken. Der Antibiotika-Einsatz sowie das Abgangsrisiko kann also auch deutlich reduziert werden. Solltest du bei einem Tier mit einfachen Methoden nicht weiterkommen, ruf bitte sofort den Tierarzt. Den Behandlungserfolg kannst du einfach in der Stundenübersicht des jeweiligen Tieres überprüfen. Diese Kuh habe ich heute Morgen behandelt. Man kann deutlich sehen, dass die Fress- und Wiederkauzeiten wieder ansteigen. Auf diese Weise überprüfe ich täglich die Genesung von Problemtieren. Außerdem konnte ich mithilfe der sensiblen Tierüberwachung durch den Cowmanager allein bei der Frischmelkerkontrolle ca. 30 Minuten Arbeitszeit sparen. Und da ist die Zeitersparnis durch die anderen Funktionen noch gar nicht mit eingerechnet. Die Tiergesundheitsalarme schaue ich mir morgens und nachmittags durch. Die Frischmelkerliste kontrolliere ich nur morgens. Außerdem gehe ich montags, mittwochs und freitags die Transitalarme durch. Cowmanager informiert uns nämlich über trockenstehende Kühe, die in den Fresszeiten, den Wiederkauzeiten oder der Aktivität abfallen. Das sind häufig Kühe, die ein unterschwelliges Problem haben und uns sonst trotz täglicher Kontrollen erst nach der Kalbung aufgefallen wären, da sie optisch gut aussehen. Ich schaue mir die Transitalarmkühe ebenfalls genau an. Tiere, die 3 Tage unter der Standardabweichung der Herde liegen, sortiere ich aus und checke sie systematisch durch. Wenn dir auffällt, dass du mehr Frischmelker- oder Transitalarmkühe hast als vorher, solltest du überlegen, was sich in deinem Management verändert hat. Hat sich vielleicht die Gruppenbelegung, die praktische Fütterung oder die Ration geändert? Darüber kann dir auch die Verhalten um Ereignisfunktion Aufschluss geben. Sie zeigt dir, wie sich das Verhalten deiner Kühe rund ums Trockenstellen oder Abkalben verändert.
Diese Graphen geben dir sehr viele Informationen über dein Management. Beim Verhalten rund ums Trockenstellen kannst du sehen, wie deine Kühe mit dem Umstellungsstress klarkommen. Wenn deine Trockenstehergruppe überbelegt ist und die Fütterung nicht passt, kannst du sehen, dass der Aktivitätsgraph nach dem Trockenstellen stark einbricht und sich nur langsam erholt. Deine Kühe haben also Stress. Dadurch fallen ihre Fress- und die Wiederkauaktivität stark ab und die Kuh ist anfälliger für Krankheiten. Du kannst dem durch eine bessere Umwelt und eine geringere Belegung sowie eine angepasste Fütterung entgegenwirken. Ähnlich sieht es beim Verhalten rund ums Kalben aus. Die Auswertung zeigt deutlich, wie gut dein Abkalbemanagement funktioniert. Um das zu bewerten, solltest du die Parameter genau unter die Lupe nehmen. Wie verhalten sich die Fress- und Wiederkauzeiten vor und nach dem Kalben auf Herdenbasis? Wie stark fallen sie ab und wie schnell erholen sie sich wieder? Wenn du siehst, dass die Fress- und Wiederkauzeiten vor dem Kalben stark abfallen und lange brauchen, bis sie sich wieder erholen, solltest du unbedingt dein Management hinterfragen, da diese Kurven mit den Einstiegsleistungen und der Tiergesundheit nach dem Kalben korrelieren. Wenn deine Kühe rund ums Kalben länger im Strohstall stehen, kannst du sehen, dass die Fress- und Wiederkauzeiten im Vergleich zu einer Liegeboxengruppe deutlich früher und stärker absinken. Ähnlich sieht es bei überfüllten Trockenstehergruppen aus. Der Vergleich von verschiedenen Zeiträumen hilft dir zum Beispiel auch dabei, die Veränderungen in Umwelt und Fütterung zu bewerten. Mithilfe der Daten kannst du also nicht nur kranke Tiere erkennen, sondern auch präventiv tätig werden und dein Management rund um die Kalbung verbessern. Die richtige Arbeit mit dem Gesundheitsmodul kann dir also viel Zeit, Geld und Arbeit ersparen. Außerdem kannst du mit dieser Routine neue Mitarbeiter auf deinem Betrieb viel schneller einarbeiten. Dadurch passieren weniger Fehler und der neue Mitarbeiter kann selbstständiger arbeiten. Um dein Tiergesundheitsmanagement mit dem Cowmanager sensibel und effizient zu organisieren, solltest du folgende Abläufe im Kopf behalten. Arbeite jeden Tag routiniert die Gesundheitsalarme und die Frischmelkerliste durch. Kontrolliere das Verhalten der Problemtiere auf Stundenbasis und sortiere alle Tiere aus, die über 3 Stunden weder gefressen noch wiedergekaut haben. Checke sie anschließend systematisch durch. Überprüfe mindestens 3-mal wöchentlich die Transitalarme. Und behalte das Verhalten rund um Ereignisse wie das Trockenstellen und die Abkalbung im Blick. Einer guten Tiergesundheitsarbeit und Prävention steht da nichts mehr im Wege.